sind hier in dem tollen Ort Feld am See, in einer Höhe von 2000 Kilometer. 2000 von der Erdmitte. Ja, das nennt man auch 2000 Kilometer, sind gleichzeitig eine astronomische Einheit. Wir müssen jetzt mal da hinunter filmen. Sieht einen wunderschönen Ort. Ich will gehen. Pass auf, Katze! Arschloch! Sagt was, wie war's? Geil, Mann! Mein Arsch tut weh! Und schwitze! Verschwitzt! Dachte ich. Mein Arsch tut weh! Geisterter Surfer. Und ich bin sogar müde. Okay, das war's. Ein leerer Sensor einpasst. Ja, ich transpiriere ein bisschen. Du hast ja gar nicht aufgedreht. Doch. Hola! Bergobe! Schaut euch vor allem böse an. Ja, aber es hört nicht auf, oder? Ja, Hauptsache. Servus. Aber nicht nur. Aber der hatte, warte mal, da muss ich hinzoomen. Mit den Radlhandschuhen geht das mal überhaupt nicht. Oh, welches Bein, ich sehe, das vielleicht ist so dunkel. Da, da, ah, das sieht gemütlich aus. Da. Halt, halt, warte mal, bewege ich mal nicht. Bitte was? Das da, da. Komm schon, muss man nicht aus. Fühlst du grad? So, von der Ritchie. Fühlst du grad? Ja. Das war relativ irgendwie. Doch. Der sexy Basti und der. Kannst du mir hier jetzt die Klatsche umarmen? Nein. Die Jo. Ich fall nicht die Ich schau dir gut aus. Sei ehrlich. Herzig. Das sieht wirklich gut aus. Das steht, dass ich da jetzt nochmal rumreiße. Du hast Mode, Markus. Ja. Ja. Du kommst nicht vorbei! Okay, we are on the 7th of March 2005 in Canterbury, and today we have to do our diary. Yes. And this is Mr. Komliganton and my homie Nico Olicek. And we're sitting on our high technology coach. And what was our day? No. I'm Miki. She confesses to making yogurt. Please, chef, say something. Esta la mañana. If you ask me where I was born, I would say to you Croatia, but when you ask me where I come from, it's a Canterbury. Yes, what can I do for you? Huh? Want to make a photo with us? Yogurt is a yogurt, just like girl. Doesn't matter where she comes from, it's a girl. Take or leave it. Da kann ich ja nichts dafür. Kann ich schauen. Hast du vorher deine Brille aufgehabt? Ja, aber ich glaube, die Brille ist jetzt runtergefallen. Oh, Nico, du bist im Arsch. Ich glaube, wieso? Das Bild ist runtergefallen, ich kann nichts dafür. Sie kann ich jetzt super leiden. Ja, was da aber kann ich nichts dafür, oder? Nico, du bist so gearscht. Bin ist halt runtergefallen, der Hund. Leg mal halt da auf, vielleicht fällt sie jetzt auf. Na. Verstecken Sie mich einfach mal so ein paar Buchen aus.
Wo verstecken wir uns? Ich weiß noch nicht. Könnten Sie auch einfach sagen. Muss ich das zahlen oder die wird ja, hart sein? Nach ist runtergefallen, dass die blöde Weg ist runtergefallen. Oder du lass es und sagst, die Franzosen haben es runtergehört, oder hast du nichts damit zu tun? Aber, Claudia, meine Assistentin, meine zweite, dritte, vierte, vielleicht fünfte Assistentin, weiß nicht. Wie viele Assistentinnen hast du denn? Ich weiß es nicht. Das kommt abgeladen. Keiner abgehauen. Das ist unfair. Du bist durchgehalten. Kannst du bitte sterben? Stier. Schau her. Ja, Sieg. Über das Monster. Jetzt folgt die Mitternachtsanlage unseres Reis. Yeah.
vor dir schon gefragt? Ja, wer ist die Conny? Cool. Conny, was liest du denn Interessantes? Und vor dir gefragt? Zimmer. Ja? Passt. Das sind die Obergambler. Fertig, gewonnen. Scheiße. Mehr. Nico, freust du dich auf Prag? Voll. Und du, Chrissy? Wir freuen uns alle auf Prag. Wir freuen uns alle auf Prag. Professor, ein Statement? Ich hoffe, wir kommen alle heller. Okay. Also, auf diesem Platz wäre der Elias Tester. Aber der Elias, der ist jetzt in Hohenau. Herr Professor, ein Statement? Bis jetzt läuft alles super. Agent R. Nein, Agent R, gibt keinen Kommentar. Kein Kommentar zu fragen? Nicht? Michi, oh nein, nein. Ein Kommentar bitte. Die sind alle ein wenig indisponiert heute. Ich hab mich mal da, ja, zu den Ladies. Achso, da werde ich Holzig gesessen, aber die sehe jetzt auch mit Elias in Hohenau. Tja, ich glaub. Sag's mal was. Es war klar, dass bei unserer Klasse nie was ganz funktionieren kann. Mhm. Tu ihm noch Fehler. You zieh eine Karte. Ich fehl mir den Trick, so. Okay, wir mischen jetzt die Karten. Hast du die Karte gemerkt? Ja. Gut. So, ich sag dir jetzt, welche Karte es ist. Sie sind zufällig runtergefallen. Mhm. Es ist nämlich die Karte. Nein. Wow! Wahnsinn, ist das Trick. Ich hab. Drip. Wir müssen jetzt refallen über meine zwei Kekse. Wir haben so Kekse, die sind lecker. Die haben wir nicht gekauft beim Bäcker, sondern beim Biller. Oh, oh mein Gott. Genau. Ich heiße Julia und ich komme. Nein, ich bin kreativ. Yo, Motherfucker. Yo, Biatch. Zimmerkontrolle. Zimmerkontrolle. Morgen danach. Der erste Morgen danach. Wie geht's euch? Oh, hallo Jojo. Moin Jojo. Oh? Hallo Jojo. Schade, die Krone am Arsch. Hast du das Fehlerhose? Ja, mein Gott. Was ist das für ein Mongo? Seid ihr schon fertig gesplifft oder ist noch was übrig vom Spliff? Zweck. Hey, soll ich dir was sagen wollen? SD. Haben wir in Tschechien SD? Schon wieder, oder sagst du länger mal, Karte? Yo, Kathi, pick up the phone! Yo, 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 pick up the phone! Yo, you, pick up the phone! Yo, Nico, pick up the phone! Erste Nacht, wir haben circa die Hälfte. Ja. Das sind mal Moni und Birgit. Hey Moni und Birgit, wie geht's euch so? Schlecht. Wir sind nämlich nicht alkoholisiert. Ja, wer ist das schon? Mir geht's schlecht, weil ich überspannt bin. Keine Sau ist alkoholisiert. Ich meine, war hallo. Ja. Das Einzige, was ich von Alkohol weiß, ist, was mit Chemie zu tun hat. Hast du schon Mathe gemacht? Ja, ein bisschen was schon. Ja, das ist, ich bin überspannt vom Tasche tragen. Tja, das ist natürlich schade. Ja. Trink ein Wodka, das lauche dich auf. Ja, du bist gar nicht fett, hä? Ich bin... Los, wie viele Finger siehst du? Das geht zu schnell, dass die Kameraauflösung so schlecht ist, ich kann das nicht erkennen. Na gut, wie viele? Zwei. Es sind fünf Finger. Eins, zwei... Ach, lass mich in Ruhe. Warum brauchen Frauen keine Ski? Weil in der Küche kein Schnee liegt. Also, da ist ein kleines Mädchen und ihre Mama sagt immer, dass... wenn man mit gegrätschten Beinen schläft, das nicht der. Dass einem die Gebärmutter rausfliegt. Ja? Und sie denkt sich halt, ja, da fliegt die Gebärmutter nicht raus, und passt schon. Und sie schläft dann mit gegrätschten Beinen immer und die Mutter sieht das und legt sie dann halt so Schinken zwischen die gegrätschten Beine in der Nacht. Und sie wacht auf, das kleine Mädel, und schockt sich wo und denkt sich, wow, scheiße. Ja? Und dann sagt die Mutter zu ihr, ja, na, wie hast du denn heute geschlafen? Sagt sie, ja, na, du hast recht, ich habe jetzt die Gebärmutter wirklich rausgeflogen, aber ich habe sie eh wieder reingestopft. Das ist uncool. Nein, das ist uncool. Vor allem ehrlich, ich bin cool. Scheiß. Okay, das ist ja mit. Ich glaube, vor allem wird es lustig.
Schauen wir mal. Wisst ihr? Nein, das erzähle ich nicht, wenn ich Kamera habe. Sau. Was hat eine Blondine in ihren Disc gemacht? Einatmen, ausatmen. Hahaha. Neuer Witz. Was macht der hinter mir, verdammt? Nix, er ist so besoffen. Ich fand Prag super cool und möchte wieder herfahren. Mit euch. Das finde ich cool. Also, ich finde es so cool, dass sich alle so gut verstehen. Das stimmt, das ist nicht. Das vorher war es schon, wenn es irgendwie mehr so anstrengend war. Aber dann auch so in Prag waren jetzt alle zusammen. Finde ich schon cool, dass wir alle zusammen waren. Scotty doesn't know that she's on her knee to the mother every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Instead, she's on her knees and Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. So don't tell Scotty. Alles Gute. Also wenn ich mir den Film anschaue, wird was schlecht. Ja, wirklich. Wahrscheinlich. Ja, wir sind Story
Connie doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. So don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know.